Ja, hallo liebe Hannover-Freunde, liebe Freunde des Handballs, liebe Freunde des Fußballs. Das Battle von Hannover kommt heute in die alles entscheidende und letzte Runde. Bisher stand es ja 1:1 und wir haben uns natürlich kurz vor Saisonende gedacht, das können wir nicht so stehen lassen. Wir wollen hier noch die absolute Entscheidung. Und da haben wir uns heute Folgendes überlegt. Wir machen nämlich heute ein Quiz in 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien, jeweils 4 Fragen. Drei Fragen, tut mir leid, drei Fragen, aber drei Antwortmöglichkeiten gibt es zu diesen jeweils drei Fragen auch. Und der Sieger dieses Quizzes bekommt natürlich dementsprechend die Krone von Hannover aufgesetzt. Ich denke mal, ihr beide freut euch schon sicherlich oder ihr wollt beide diese Krone bekommen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hättet ihr euch einen besseren Preis gewünscht oder? Seid ihr damit? Backstein wäre auch gut. Aber Backstein wäre auch, aber davon hast du ja schon ein paar, von daher, oder? Mir ist die Krone lieber. Ja, ja. Absolut, schon. Also wenn man sieht, wie die aussieht, also die hätte ich auch gerne, aber ich muss leider hier das Ding managen. Von daher würde ich sagen, fangen wir dann einfach mal an. Seid ihr bereit? Ich bin's. Ich auch. Alles klar, dann fangen wir an mit der ersten Kategorie, Hannover geografisch. Wie schätzt ihr euch da selber ein? Kennt ihr euch da so ein bisschen aus? Oder? Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht genau, in welche Richtung es geht. Also. Ja, ich auch nicht. Also Erdkunde, wie war da früher in Erdkunde in der Schule? Ich habe mir immer so die Hauptstädte und so in die Hand geschrieben. Das ging eigentlich. Das ging heute nicht möglich. Abgucken ging, genau. Alles klar, dann fangen wir einfach mal an mit der allerersten Frage. Und zwar, unsere geliebte Stadt besteht aus 13 Stadtbezirken. Welchen Bezirk gibt es nicht? Ist es A, Dörren-Wülfel, ist es B, Herrenhausen-Stöcken oder ist es C, Kirchrode-Südstadt? Henne, du hast zuerst gebassert, wie man sieht. Also ich meine C. Du meinst C? Südstadt. Kirchrode-Südstadt. Ja. Soll ich das einloggen? Log das bitte ein. Und das ist richtig, Henne. Du gehst hier mit 1:0 in Führung. Kurz nochmal mit A irgendwie geschwankt, wegen Wülfel. Dörren-Wülfel. Doch. Ja, das ganz gibt's, absolut. Ist bestimmt schon mal gewesen. Auf jeden Fall 1:0 für den Henne. Und damit kommen wir dann schon direkt zur zweiten Frage. Wie heißt der 1995 eingerichtete Wander- und Fahrradweg, auf dem man entlang der Stadtgrenze die Stadt Hannover umrunden kann? Ist auch schon mal gefahren, ne? Ja, ich fahre sehr viel Fahrrad. Ja. Ist es A, Hannover Rundweg, ist es B, Grüner Ring oder C, Grüne Schleife? Kurze Frage, wenn ich jetzt buzzer und das Falsche sage, kriege ich einen Minuspunkt oder nichts? Kurze Frage an die Regie. Punkt für den Timo. Buzzer ruhig. Könntest du nochmal die Antwortmöglichkeiten lesen? Ist es A, Hannover Rundweg, ist es B, Grüner Ring oder C, Grüne Schleife? Ich bin raus. Ich bin auch blank, also ich könnte jetzt noch warten, aber den Minuspunkt... Der Wander- und Fahrradweg, auf dem man entlang der Stadtgrenze die Stadt Hannover umrunden kann. Zwischen was tendierst du, ist mal ehrlich? Also ich zwischen B und C, irgendwas mit Grün? Ja, ich auch. Ich würde B nehmen, aber... Aber noch keiner gebuzzert hier. Also beide zu unsicher? Ich weiß nicht. Dann kriegt er beide einen Minuspunkt. Du weißt das natürlich, oder? Ich weiß es natürlich, ich hätte nicht drauf gucken müssen. Also... Noch mal kurze Frage an die Regie, was machen wir in dem Fall? Nächste Frage, das kriegen die lassen wir aus. Was wäre denn die Antwort? Die richtige Antwort wäre Grüner Ring gewesen. Na gut. Deswegen hier war der Timo, der war kurz davor, nicht den Mut dann gehabt, aber... Das Risiko lohnt sich noch nicht. Ja, genau. Und damit, keine Sorge, Männer, wir kommen zur letzten Frage von Hannover geografisch. Hannover wird auch als die Großstadt im Grünen bezeichnet. Circa wie viel Prozent der Stadtfläche sind öffentliche Grünflächen? Ist es A 3%, B 20 oder C 11? Also ich würde jetzt einfach mal 11 sagen. Ich sag 20. Timo, du bist absolut richtig. Fantastisch. Das ist 11. Ich habe mal irgendwas gelesen mit irgendwie Grünstadt oder Stadt mit den größten oder meisten Grünflächen in Europa oder keine Ahnung, heftig 4, aber jetzt 11. Ich hätte schon 20 gedacht. Ja, ich habe 11 schon mal gelesen. Ganz klar.
Dann würde ich sagen, schließen wir diese Kategorie mit 1:1 ab. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Und in dieser geht es um die Recken. Druck. Druck, ja. Für dich. Die, ja, genau. Für mich, ja. Aber die, das war bei dir beim Lattenschießen auch da. Ja, das stimmt, deswegen. Kannst du mit umgehen, sagst du? Ich hoffe es. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Henne? Hast du da so ein bisschen Ahnung, oder? Ja, kommt darauf an, welche Richtung. Also jetzt dieses Jahr war ich tatsächlich oft da. Aber natürlich nicht mehr als Timo, sagen wir mal ehrlich. Also, das finden wir heraus, würde ich sagen. Das finden wir heraus. Das glaube ich einfach ran. Alles klar, dann geht's los mit der ersten Frage. Wer war der größte Spieler im Kader der Recken in der abgelaufenen Saison? Ist es A. Hannes Feise? Ist es B. Maid Petrail? Oder C. Evgeny Pevnov? Oder D. Timo Kastanik? Mit Sicherheit. Also Feise, Petrail oder Pevnov? Risiko Petrail. Und das ist richtig! Ja, das gibt's doch gar nicht! Also F ist es nicht, das wusste ich. Ja. Das wusste ich. Weißt du, wie groß er ist? Nee, das steht leider nicht. Ne? Ja. Nicht dabei. Jetzt ist der Druck richtig groß. Ich habe erst mit Böhmi gerechnet, aber der ist gar nicht aufgetaucht. Ja. Böhmi ist 1,99. Ja, der ist nicht aufgetaucht. Demzufolge steht es jetzt 2:1 hier. Und, aber keine Sorge, wir haben noch zwei Fragen in der Kategorie. Kannst noch alles reißen. Die nächste Frage. In 13 Heimspielen ging der TSV bei starken 10 Siegen nur zweimal als Verlierer vom Platz. Wie hoch war der Zuschauerschnitt in der Saison 2019-20? A. 6.700. 6.700. Das ist richtig. Das ist die richtige Antwort. Richtig. Wie kommt es, dass du da so schnell gebuzzert hast? Na, ich habe schon verfolgt, wie viele Fans uns im Schnitt so Das ist absolut haben. Vorbildlich, muss ich sagen. Und bin auch sehr beruhigt, dass ich das doch wusste. Ja, und absolut sehr, sehr schnell, muss man auch sagen. Nicht schlecht. Dann kommen wir jetzt 2:2. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage der Kategorie. Wann wurde die TSV Burgdorf gegründet, deren Träger als GmbH seit 2005 die TSV Hannover Burgdorf ist? Das ist A. 1899, das ist B. 1922 oder C. 1946. 1946. Ja klar, das weißt du da. Absolut. 3:2 gehst du damit in Führung, aber nach der ersten Frage, wo die der Henne beantwortet hast, bist du war gut schon Druck stark, da, ja, hab ich schon, bist stark zurückgekommen. Da sieht man den Schweißfleck. Genau, bist du stark zurückgekommen, muss man sagen, und top. Dann kommen wir natürlich zur nächsten Kategorie und das ist Hannover historisch. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Ich würde sagen, da ist Henne Favorit. Schaut schon so. Das ist Geschichte Hannover, ne? Also irgendwas mit Gründung. Gut, bist du darin gut, meinst du? Stadtmauer, irgendwas. Nee, das ist relativ neu. Das glaube ich nie, aber die ist relativ. Wie gesagt, steht 3:2 für den Timo und dann finden wir raus, wer nach dieser Kategorie vorne liegt. Es geht los. Welches deutsche Nachrichtenmagazin wurde 1947 in Hannover gegründet? Das ist A, der Stern, B, der Spiegel oder C, Panorama? Ich dachte, es kommt was anderes noch dazu. NDR oder so. Nee, Stern, Spiegel oder Panorama. Was wurde in Hannover gegründet? Wann wurde das gegründet? 1947. Jetzt kommen Sie bestimmt drauf, oder? Panorama. Panorama ist leider Fall. Ärgerlich. Stern oder Spiegel aber hätte man vielleicht schon mal gehört in Hannover, wenn das hier gegründet worden wäre. Ja, das ist Spiegel. Das ist richtig. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber nun ja, 3:3. Wir kommen zur 8. Frage insgesamt. Und die lautet so. Mit mehr als 538.000 Einwohnern zählt Hannover zu den 15 einwohnerreichsten Städten Deutschlands. Wann wurde Hannover zur Großstadt? Es ist A. 1798, B. 1828 oder C. 1875. 1875. Richtig. Das kann ich direkt sagen. Die kam ja wie aus der Pistole geschossen, die Antwort. Es ist aber einfach drin. Ist einfach drin? Einfach drin. Echt? Gefühl. Nein, natürlich wusste ich das nicht, aber... Wie du, also das... Also das erste war mir viel zu früh. Das war mir viel zu früh. Das hast einfach gesagt, komm, riskierst das mal. Wann gilt denn eine Stadt als Großstadt? Regie? Ab 500.000, glaube ich.
Ab einer halben Million. Ab 100.000, glaube ich. Alles klar. Die Regie, danke nochmal an die Regie. 4-3, ne? Für Henne. Es steht 4-3 für Henne. Alles drin. Wenn du jetzt die letzte Frage beantwortest, ist das Ding wieder ausgeglichen. Frage Nummer 9. Hannover verfügt über ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz. Was wurde im Jahr 1975 in Hannover eröffnet? Es ist A. die Stadtbahn, B. Flughafen Hannover-Langenhagen oder C. S-Bahn Hannover. Im Jahr 1975, was wurde eröffnet? Stadtbahn, Flughafen oder S-Bahn? Ich hätte so eine Vermutung, aber... Ja, was wäre denn deine Vermutung? Oder willst du das nicht? Willst du das noch für dich behalten? Wie sieht es denn bei dir aus? Ich sag da erstmal gar nichts zu. Ah, taktieren hier, auf beiden Seiten. Also jetzt mal ehrlich, Straßenbahn ist doch viel früher gewesen. Oder nicht? S-Bahn, Straßenbahn. Flughafen gibt es schon länger, hätte ich gesagt. Ja, aber in Hagen, keine Ahnung. Ich meine, Hannover hätte ja schon irgendwie ein bisschen früher einen Flughafen gebraucht, oder? Das ist klar, aber jetzt, also ihr meint ja auch den Flughafen in Langenhagen. Es ist, wie gesagt, aber die Stadt. Ich wiederhole gerne nochmal. Stadtbahn, Flughafen, S-Bahn. Es steht 4-3. Aber jetzt auch mit dem Hauptbahnhof würde ich jetzt die S-Bahn auch mal aufschließen, ne? Ja, deswegen hätte ich auch zur A tendiert. Du auch? Wollen wir passen oder wollen wir? Zur Stadtbahn. Ja. Kloppo! A, B oder C? B. Ich sag B, Flughafen, ne? Du vertraust da absolut auf den Instinkt vom Kloppo, vom Physiotherapeut Thorsten Klopp, obwohl er die Frage nicht mal gehört hat. Und das ist falsch. Oh, großartig. A ist richtig. A ist richtig, ja. Absolut. Wieder. Das ist schon das zweite Mal jetzt. Das ist schon das zweite Mal, dass du da eigentlich die richtige Antwort gehabt hättest. Aber auch so hast du ja den Punkt bekommen. Ja. Taktisch clever, einfach mal gewartet, bis der Physio hier vorbeiläuft. Ja. Häufig auf Physios vertrauen. Genau. Es können ruhig noch mal ein paar vorbeilaufen hier, ne? Ja, habt doch noch ein paar. Wir müssen noch ein paar hier raus. Müssen, der Körper liegt eigentlich generell falsch. Stimmt, demzufolge sind wir fertig mit dieser Kategorie. Es steht 4-4. Alles offen. Es sind noch 6 Fragen, 2 Kategorien. Was und falsch? Ja? Was sagst du dazu? Lass deinem Ärger Luft. Lass deinem Ärger Luft. Sag mir die Frage. Nee, wir sind nämlich jetzt schon bei der nächsten. Und du hättest es dir denken können, oder ihr hättet es euch denken können. Wir kommen jetzt zu welcher Kategorie? Hannover 96. Das ist richtig. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Natürlich jetzt eine Menge Druck für dich, ne? Jetzt sind die Rollen vertauscht. Frage 10 insgesamt. Wie viele Punkte holt Hannover 96 in allen Auswärtsspielen der abgelaufenen Saison? 19, 22, 24. Ja, also verstreichen lasse ich die Frage jetzt nicht. Nein. Möchtest du antworten? Nein. Nein. Clever wieder. 19, 22 oder 24. Wie viele Punkte haben wir auswärts geholt? 22. Das ist richtig. Ja. Mann, einfach mal für die goldene Mitte entschieden. Wie viele waren es insgesamt am Ende jetzt? Es waren 46. Regie? 48, wollte ich gerade sagen, nämlich schon. Da haben wir nochmal richtig... Ein Assist nach dem anderen. Oh, da haben wir die Dinger rausgeholt. Der Henne hat die da eingenickt. Wow. Alles klar. Es steht, habt ihr aufgepasst? 5-4. 5-4, ist richtig. Nur nicht abreißen lassen, jetzt ist noch alles drin. Ja. Frage 11. Wer war der erfolgreichste Goalgetter bei Hannover 96? Marvin Duksch, oder? Das ist richtig, es ist richtig, aber... Jetzt ich. 16. Aber wer war der erfolgreichste Goalgetter bei Hannover 96 in den letzten 10 Jahren? Oh. Ist es A. Mamdjouf, B. Marvin Duksch oder C. Sabolt Hushti? Ja, aber kurze Frage, also insgesamt oder in einer Saison? Der erfolgreichste Goalgetter in den letzten 10 Jahren. Insgesamt, ja. Insgesamt. Und da wir leider ja schon... Ja, ist schon vorbei hier, ey. ...eine Antwort haben, leider schon, ja, muss ich leider sagen, es wäre halt Diouf gewesen.
Ja, aber, oh, aber wenigstens mal was riskiert. Wenigstens mal sagen, hey. Ist gut, aber wenigstens mal was, wie gesagt, mal was riskiert. Zwei vorne, alles noch drin. Frage 12. Wer hat laut der diesjährigen Ausgabe des Spielerduells bei Hannover 96 den größten Kleiderschrank? Das ist natürlich sehr schwer für dich, muss ich sagen. Aber du hast das sicherlich gesehen, die Sendung. So diese Sendung hast du sicherlich gesehen, ja, oder? Ich habe so eine Vermutung, aber... Ist es A, Marvin Ducksch? Ist es B, Marcel Franke oder C, Linton Meiner? Ich muss jetzt mal was riskieren, würde ich sagen. Ich würde sagen Linton Meiner. Und das ist richtig, du bist wieder dabei. Ja. Da bist du doch wieder. Ich hatte ursprünglich eigentlich einen anderen Spieler im Kopf, aber... Ja, aber ja. Wen hat es eigentlich im Kopf gehabt? Na, der Josip Elles, der läuft manchmal über den Ball auf Platz, der sieht aber immer fein, im feinen Zwirn läuft er durch Hannover. Er muss einen relativ großen Kaderschrank haben. Ja, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Aber wie gesagt, hast du richtig beantwortet und demzufolge bist du noch ein zurück. Es steht 6-5. Mhm. Und damit kommen wir in die letzte Kategorie. Des Supermaster Battle Quiz. Und die letzte Kategorie, berühmte Persönlichkeiten, heißt sie. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ihr auch? Ja. Alles klar. Frage Nummer 13. Klaus Meine ist nicht nur Hannoveraner, sondern auch der Sänger, Songwriter und Komponist der Rockgruppe Scorpions. Welche Rockballade war die weltweit erfolgreichste Single des Jahres 1991? Wind of Change. Das ist richtig, das ist der Ausgleich. Kurz vor Schluss. Fantastisch, hier der Luca Ton hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Ihr macht mich fertig, Männer, ihr macht mich fertig. Das ist der Ausgleich. Ja. Ich wollte schon wieder zu früh drücken. Was hättest du dann gesagt? Scorpions. Ja, richtig diesmal gemacht, abgewartet, verzögert, wie im Spiel, ne, nochmal, und dann nochmal reinsliden, das Ding da, ne, mit Efea hast du das Ding da reingedonnert, ne? Sie ja. Mit Auftippen durch die Beine oder so. Alles dabei, genau, geil gemacht. Frage Nummer 14. Warte, 6-6, ne? 6-6, das war der Ausgleich. Und zwei sind's noch. Zwei sind's noch. Donnerlötchen. Frage Nummer 14. Lena Meyer-Landrut hat mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2010 in Oslo mit dem Lied Satellite ein ESC-Fieber in Deutschland ausgelöst und den internationalen Musikwettbewerb im darauffolgenden Jahr 2011 nach Düsseldorf geholt. Wie alt war Lena, als sie ESC-Siegerin wurde? 19, 18, 21. Alles ganz eng beieinander. 19, 18, 21. 18 und das ist leider falsch. 19. Ah. Hart. Ich hätte auch 18 gesagt. Auch 18 gesagt? Ja. Aber deswegen habe ich nicht getrunken. Das ist dumm. Da hättest du in Führung gehen können. Das sind noch ein Rückstand. Eine Frage noch, ne? Eine Frage. Also es ist maximal für den Henne noch die Schätzfrage möglich, die wir hier bereitgestellt haben. In genau so einem Fall. Also, alles, wie gesagt, noch drin. Das große Finale. Die Verlängerung bzw. ist noch für dich drin. Und du kannst den Sack jetzt zumachen, Timo. Come on. Auch Oliver Pocher gehört zu Hannover. Wie die Lütje-Lage zum Schützenfest. Durchaus. Durchaus, ne? Ja. Ja, kann man so sagen. 2019 machte der 42-Jährige mit Hilfe der RTL-Tanzshow Let's Dance auf sich aufmerksam. Wie heißt der Podcast, den er gemeinsam mit seiner Frau Amira macht? Die Pochers hier, Team Pocher oder Gefährlich Ehrlich? Kannst du es nochmal vorlesen? Gerne. Die Pochers hier, Team Pocher, Gefährlich Ehrlich. Die waren erst letzte Woche oder so auf dem Schützenplatz. Da habe ich es irgendwo gelesen. Gefährlich Ehrlich war das letzte, ne? Das Gefährlich Ehrlich war das letzte. Ist es, wie gesagt... Na, Henrik sieht nicht so aus, als wenn ich jetzt noch drücken müsste. Ja, also ich kann es... Ich habe eine Vermutung.
Du lässt es? Also dann würde ich raten halt. Ich weiß es nicht. Oder willst du raten? Nein. Ist es A, die Pochassier? Ist es B, Team Pocher oder C, gefährlich ehrlich? Hören wir jetzt mal die Antwortmöglichkeiten. Haben wir zweimal Pocher drin? Gefährlich ehrlich? Pocher muss schon vorkommen, der mag sich schon. Also. Was sonst, weißt du? Also. Also, ne? Ah, es ist. Liest du nochmal vor? Ist es A, die Pochers hier? Ist es B, Team Pocher? Oder C, gefährlich ehrlich? Komm her, ich rate jetzt, okay? Ich bin raus. Also, ich schließe mal C aus. Jetzt bräuchte ich Kloppo, der sagt mir nämlich die andere Falte. A oder B? A, die Pochers hier. B, Team Pocher. C, gefährlich ehrlich. Team Pocher. Es ist A, oder? Soll ich das einloggen? Ja. Team Pocher soll ich einloggen? Mhm. Also es ist A, die Pochers hier. Ja. Es ist B, Team Pocher. Das ist der Teamkollege. Du bist ist ein das guter B, Teamkollege. Team Pocher. Naja, ich sag mal so, wir haben natürlich hier für den absoluten Showdown noch eine Schätzfrage vorbereitet, die ich eigentlich noch gerne fragen würde, muss ich sagen. Also, das sag war ja. Jetzt schon Günther Jauch-Style, jetzt musst du ja fast also, schon da annehmen. Jetzt, wo sie das erwähnen, Herr Korst. Was sagst du? Das ist richtig, das gibt's doch gar nicht. Woher wusstest du das? Das ist richtig, die Pochers hier. War das eine Eingebung oder was war das? Ich weiß auch nicht, also irgendwie, es musste einfach jetzt sein. Also, da hast du den Ball genommen, also, und nochmal durch alle durchgetankt und haust das Ding rein und werte das besser, das hätte ja kein Hollywood schreiben können, dass wir hier nochmal zur absoluten Schätzfrage kommen. Das gibt's doch gar nicht, also, Timo, du fühlst dich auch überhaupt nicht benachteiligt, nein, oder? Nein, gar nicht. Oder? Das ist ein fairer Wettbewerb. Das ist absolut ja, fair ist hier, wirklich, ne? Ja, sehr enttäuschend für mich. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so schwach bin. Ja. Ah, ja, ja. Also ihr macht es mir echt, also was macht ihr hier mit mir, also, dass ihr hier ein Unentschieden nach so vielen Fragen erreicht und das Ganze hier, das, ich meine, das ist jetzt der dritte Wettbewerb hier zwischen euch und das an einer Frage jetzt hängt. Also der Timo hätte auch überhaupt nicht vorher gewonnen gehabt. Wie gesagt, das hängt alles an einer Frage. Die Schätzfrage. Können wir einmal jetzt von Wer wird Millionär so einspielen? Kann man das? Jetzt. Wie viele Kilometer liegen exakt zwischen der HDI-Arena und der TUI-Arena, wenn man die schnellste Route wählt? Wie gesagt, ihr müsst nicht buzzern. Also nicht ihr könnt beide eine sondern Straßenroute. Liegen exakt zwischen, wenn man die schnellste Route wählt, ja. Die Handys müssen in der Tasche bleiben. Ich sehe es selber noch nicht. Wenn man die schnellste. HDI und TUI Arena. Wie fährst du? Ich fahre eigentlich immer Marienstraße, aber ich glaube, hinten über Dörn geht es schneller, oder? Ja, das ist die Frage. Um ihr dürft beide antworten, wie gesagt. Ich würde euch allerdings bitten, auf dem Handy, glaube ich, habt ihr eure Handys dabei? Das nämlich aufzuschreiben, weil wenn der eine nämlich was sagt, dann sagt der andere einfach nur einen Kilometer mehr. Schreibt meins auf und dann kannst du es ja sagen, das heißt. Ja. Genau. Kann man es ja zur Not nochmal ändern. Genau, weil. Ja. Ich muss ehrlich sagen, wenn du auch zurücklegen hättest, hätte ich dir auch geholfen. Also, wie gesagt, ich bin für den absoluten Showdown. Ich bin einfach, wie gesagt, es geht um Zuschauerquoten. Ja. Und da tue ich alles für. Du hast es aufgeschrieben? Nee, noch nicht. Hast du schon im Kopf? Ja. Du hast es schon im Kopf, der Timo hat es schon im Kopf. Du hast es aufgeschrieben? Nee, du hast es noch nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, die schnellste Route, wenn man diese wählt. Was sind wir da? Hier haben wir schon, jetzt brauchen wir noch von Henne. In Kilometern auch, ne? Besser. Ja, dann legst du am besten auch hier hin, weil dann können wir auch sehen, dass wir wirklich nicht mehr fuschen. Ich guck einmal. Ja, jetzt wird nicht mehr gefuscht. Jetzt nicht, also bis zu einem gewissen Grad, sag ich mal. Also ich fasse nicht mehr an. Ja.
Also ich sage 11 Kilometer. Ich sage 11,5. 11 Kilometer auf der einen Seite, 11,5 auf der anderen Seite. Das Hannover-Duell. Der absolute Gewinner. Ich nehme sie schon mal in die Hand, die Krone. Der Gewinner dieser tollen Krone ist der Timo! Ja. Mit 10,2 Kilometern wow. Ist er näher dran. 10,2. Und ich kröne dich hiermit. Ich weiß nicht, ob sie passt. Ich hoffe, da muss man schauen. Ja, die passt doch. Super, 10,2 Kilometer wäre die richtige. Damit bist du um 800 Meter. Richtig top. Ich muss sagen, ist aber auch nur die Fehlentscheidung durch die letzte Frage. Muss man absolut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Absolut, ich muss sagen, absolut fairer Gewinner. Fairer Gewinner. Wie fühlst du dich jetzt so? Ja, ist eine Riesenehre, das letzte Hannover-Duell, welches gewonnen zu haben. Auch das letzte Duell als Hannoveraner gewonnen zu haben, bedeutet ja, mir ganz viel. Ja, Hannoveraner immer hier, ja. Nur so der Standortwechsel. Das war, ich habe gemerkt, so zwischendurch, das war dir schon sehr, sehr wichtig, dass du das Ding hier nochmal holst. Ja, doch. Schon. Da wolltest du nicht als Verlierer. Nee, ich wollte nicht gegen Henne, wollte ich nicht verlieren. Das war schon, war schon sehr wichtig heute. Verstehe so, ich. Fürs Herz. Henne, wie viel zieht dich denn jetzt hier so? Ja, war ein knappes Ding, also wie gesagt, deine Frage. Naja, also muss man sagen. Starke Leistung, mein Glückwunsch natürlich, hast du dir echt verdient. Absolut fair. Ich freue mich auch, dass du das nochmal mit nach Melsungen nehmen darfst. Hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht jetzt auch, die dreimal. Mhm. Und wer weiß, vielleicht finden wir nochmal irgendeine andere Challenge, wo wir uns battlen können. Da muss ich mich dann nochmal ein bisschen anstrengen. Klar. Oh ja. Muss man sagen. Ja, danke Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch hat sicherlich auch gefallen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Guter Ausgang. Guter Kollege, guter Moderator. Für den King von Hannover hier. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit in die Sommerpause. Ich wünsche uns allen erstmal einen schönen Urlaub. Habt ihr was geplant? Ja, auf jeden Fall. Auch irgendwo in der Sonne. Hauptsache irgendwo in die Sonne. Ja, jetzt wo man in den Urlaub fahren könnte, geht die Vorbereitung los. Also ja, top ist ja überragend dann, ne? Vollkommen okay. Aber das hattest du ja eh vor, glaube ich, ne? Richtig. Genau, genau deswegen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.